Und da ziehen wir dann jetzt Decke rein. Weil Wand ist noch nicht freigegraben. Deswegen passt das von der Decke genau an der Stelle so, wie es sein soll. So, wir müssen uns hier wieder Dings holen. Ich gucke mal eben nach. Dann können wir auch gleich mal nochmal nachlegen zum Brennen. Und dann müssen wir hier mal gucken, dass wir das Programm kopieren und dann hier auch nochmal einbauen. Ja. Gleich die nächste Rutsche rein. So, zack und zack und zack und zack und zack und da und da und da und da und da und da. Und da und so. Genau, der brennt vor sich hin. Und dann kann man nämlich die Decke weitermachen. Wie gesagt, ich mache sie erstmal zu. Vielleicht machen wir auch nochmal ein anderes Lampendesign. Irgendwie mit, keine Ahnung, mit so Quadraten oder sowas oder so Linien. Wie haben wir das eigentlich hier in dem Dingsraum gemacht? Ich glaube, da haben wir Linien gezogen, so quer, ne? Ja, guck mal, hier haben wir so quer Linien gezogen. Bei der Gelegenheit können wir hier eigentlich auch dann mal austauschen irgendwann. Nee. Wir gucken gleich mal. Ja, hier ist übrigens der andere Boden drin. Das bleibt hier so, wie es ist, aber hier machen wir dann auch wieder den richtigen Boden rein. So. Zack. Nächsten. Nächsten, so. So, weil wenn wir nämlich das mit den zwei Abstand überall machen würden, dann wäre das ja tatsächlich irgendwie so ein, wie so eine gepunktete Decke. Ich glaube, das wird nicht so ganz gut aussehen. So, aber dann haben wir sie auf jeden Fall jetzt erstmal drin. Happa, happa, happa. Und dann ziehen wir hier das auch noch raus und dann haben wir auf jeden Fall schon mal irgendwie... Ja, die Höhe von der von dem Absatz drin. Von der Brüstung. So, genau wie bei der Decke. Einmal rumlaufen, alles ist weg. Braucht natürlich immer. Könnt ihr auch World Edit benutzen, nur aber das wäre ja langweilig. Es ist ja immer noch ein. Nicht Creative-Modus Let's Play, sondern ein normales. So, upsala, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na komm, dann verbraten wir sie alle komplett. Ist auch egal. Oder 24, ne? Das mit dem Rausnehmen ist übrigens nur ein Mausrad drehen. Dann kriegt man pro Mausraddrehung ein. Man kann sie halt nicht wieder zurückdrehen. Ne? Wenn man dann nochmal dreht, dann kriegt man wieder, egal in welche Richtung, man kriegt immer ein. So, hätte ich mich da nicht verzählt, dann hätte ich gleich von Anfang die richtige Menge genommen. So ist es halt jetzt so. Aber wir tun sie rein. Und dann haben wir wieder Cobblestone. So. Die Brüstung und die Wand hinter der Brüstung. Wir arbeiten uns langsam in diesen Raum vor. Hier ist übrigens die Rückseite von der... Oh, kann hier natürlich auch eine Verbindung machen, oder? Was natürlich diesen Gang so ein bisschen ad absurdum führen würde. Das heißt, wir lassen das hier einfach und
mauern hier einfach die zweite Reihe davor. So. So, wir haben hier unseren, unseren coolen Gang. Wobei hier den Boden... Vielleicht machen wir nochmal als Kontrast was anderes rein, aber jetzt ist er erstmal so gut. Außerdem kann man hier, hier rüber gehen, aber es ist, ist nur Deko. Soll halbwegs schön aussehen. So. Und damit hätten wir dann so diesen Brüstungsteil quasi fertig. Da kommt natürlich auch noch irgendwie so ein Rand hin, dass man nicht runterfällt. Da würde ich aber gerne mal gucken, ob wir da vielleicht irgendeine Art von Glas nehmen können. Jetzt haben wir hier gar keinen Craftguard mehr hängen, ne? Der ist ja jetzt nicht mehr hässlich, der kann jetzt auch hier oben hängen. Hier ist übrigens immer noch nichts. Ich glaube, ich mache das mal eben. Habt ihr jetzt, ich glaube, jetzt mehrere Folgen lang schon gesagt. Ich habe auch sogar, glaube ich, schon mal gesagt, hier ist noch einer, mindestens einer drin, den wir nehmen können. Machen wir jetzt mal einmal ordentlich, dass wir es nicht wieder vergessen. Dann haben wir das jetzt zu und dann passt das. So. Und jetzt passt das dann auch. Dann kann man nämlich auch den Craft Guide umhängen. Man noch eigentlich dann hier hinhängen. So. So, im Craft Guide, dann kann man nämlich mal gucken. Ja, Glas. Hier nämlich Obsidian Glow Glass. Hot Glowing Obsidian. No Receipts. Ob man da Obsidian verbrennen muss? Ja. Whatever. So, Obsidian. Das ist doch auch wieder... Es gibt auf jeden Fall ein paar Rezepte dafür. Das ist schon mal gut. Dann wollen wir mal gucken. Das sind die ganzen... Dingsrezepte. Obsidian Shard. Das heißt, wir brauchen so ein Stück vom Obsidian. Das heißt, ein Obsidian müssen wir uns organisieren, den wir dann ja, craften, durchbrechen, wie auch immer, dass da Obsidian Shard rauskommt. Habe ich hier Shards für benutzt? Okay. Reparierbar um 10%. Ist das Standard? 10%? Ich habe das, glaube ich, nie eingestellt. Das heißt, wir brauchen Obsidian, einen Block Obsidian. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine gute Hacke und wir brauchen Lava und Wasser. Und vielleicht haben wir, glaube ich, so, vielleicht haben wir sogar irgendwie einen Obsidian-Block. Einer wird ja tatsächlich reichen. Wir haben echt keinen Obsidian-Block. So geht das nicht. Wollen wir mal einen holen? Oh, auf die Schnelle mal gucken, ob ich hier irgendwo Lava finde. In unserer Höhle war nicht irgendwo Lava, oder? Wir gehen da jetzt mal hin. Wir haben ja unten eine Travel Netbox gesetzt. Oh, es ist Dings wieder an. Ich habe, weil es einfacher ist zum Spielen, das tatsächlich mal eingestellt, dass es mit Doppelsprung angeht. Und dadurch sieht man dann halt dieses Pünktchen-Geraffel. Aua. Ja. Ups, so viel dazu. Gut, das ist ein bisschen nicht schlimm. Vielleicht finden wir hier unten ja tatsächlich irgendwo Lava. Da leuchtet doch irgendwas. Da ist doch bestimmt irgendwo. Oder war das einfach nur so ein Lichtschein? Das war einfach nur so ein Lichtschein, ne? Keine Fackeln mehr. Wir fangen jetzt aber nicht an, hier eine riesen Höhlentour zu machen. Genau. Nee, du bist leider
kein. Weil. Keine Rüstung. Das heißt, wir müssen uns erstmal einmal kurz Rüstung machen. Dann machen wir doch hier wieder traditionell unsere schöne Kaktusrüstung. Und dann holen wir unser Zeug gleich mal wieder. Ach, da brauchst du eine Axttür, ne? Naja, vielleicht. Vielleicht reicht das auch so. Level. Haben wir noch eine Axt? Haben wir noch eine Axt? Wir haben sogar noch eine gute Axt. Meine Güte. Dann holen wir uns nämlich hier mal ein bisschen was ab. Und dann machen wir uns noch ein schickes Höschen. So. Und dann machen wir uns noch ein paar Schuhe. Und dann haben wir wieder eine schöne Stachelrüstung. Das ist doch wunderbar. So. Oh, die weiß ich noch, in welches Loch ich da gefallen bin. Ich bin da ja einfach nur blind in die Richtung gelaufen. Da, die kommen wieder weg. Und dann sollten wir uns vielleicht kurz mal ein Schwert machen. Falls das miese Monster da noch nicht despawned sein sollte. Schauen wir mal. Ja, zum Glück bleibt unser Zeug da ja in unserer Knochenkiste drin. Gelaufen und gehüpft, bin ich da reingefallen? Ich glaube, hier bin ich reingefallen. Guck mal, hier bin ich reingefallen, ja. So. Bist du noch da, miese Monster? Ne, das ist weg. Gut. Dann holen wir uns mal eben unser Zeug wieder. So. Knochenkiste verschwindet dann? Ne, da ist die Knochenkiste, gut. Ja, Schwert. Okay, wir haben ja hier ein schönes Schwert. Kurz einmal orientieren. Das nach unten hier. Das nach unten, das nach unten. Die Fackeln hier nach oben. Die fressen dann neben den Eimer hier unten hin. Den brauchen wir auch gleich wieder irgendwo. Tun wir auch erstmal weg. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Der kommt da unten hin. Das kommt dahin. Dahin. Ja. Passt. So, also wir waren stehen geblieben, da wir das so gucken wollten, ob hier vielleicht irgendwo auf die schnelle Lava zu finden ist. Aber es sieht nicht so aus, ne? Hier ist Sackgasse. Wenn wir gerade schon mal hier sind, komm. Gut, dann machen wir das erstmal nicht. Dann machen wir das erstmal mit normalem Glas. Dann ist das halt erstmal so. Kann man ja später ja immer noch austauschen. Ich finde halt komm, wir schmeißen gleich den nächsten rein. Das Dingsglas. Das Obsidianglas, das sieht halt aus wie so ein Handlauf oder wie so ein Geländer. Und von daher. Ja, eigentlich wollte ich keine Glasplatten nehmen. Ich wollte eigentlich normales Glas nehmen. Ach komm, wir machen jetzt erstmal Glasplatten hin, das passt schon. Oh Junge, da. 7 reichen uns da sowieso nicht, also. Oh, ich hab doch hier extra so rum und. So.
Nee, aber keine Glasplatten nehmen, weil die nicht am Rand sind. Ich wollte ja Dinger nehmen, die am Rand sind. Und jetzt kriegt man nämlich hier auch kein Glas mehr raus, ne? Nee, da kriegt man ja dann irgendwie. Das ist natürlich auch doof. Das heißt, wir organisieren uns mal ein bisschen Sand. Dass ich immer erst an die Kiste gehe, ne? Möbel und Objekte. Sand und Glas. Wir nehmen mal zwei. Bei der Gelegenheit ein bisschen Mineralwasser. Sonntagmorgen kurz vor zwei, ne? Ah, so. Jetzt kann das Let's Play beginnen. So. Das raus. Das rein. Und dann nehmen wir. Ich hätte da gern so flache, nicht ganz hoch, aber das gibt's glaube ich nicht, ne? Gibt nur diese Halbhohen. Die sind zu dick. Aber so ein Panel in dünn. Aber in etwas niedriger als in Slab. Wir nehmen einfach. Die nicht ganz dünn nehmen wir. Dann setzen wir sie hier rein und dann müssen wir einen Schraubendreher. So, diese Schraubendreher und Replacer brauchen wir gleich beides. So, ach, gleich guck mal auf Anhieb. So, mal hier. Weil die sind nämlich hier genau dann eben an der Wand. So, und dann machen wir. Und dann machen wir. Und dann machen wir. Und. Machen wir so. So, haben wir nämlich hier eine wunderschöne Brüstung. Und wenn jetzt hier das Obsidianglas wäre, dann wäre das wie so. Ja, wie so Handlaufen mit so Streben durch, weil das Obsidianglas hat hier nicht diese Punkte drauf. Glaube ich zumindest, dass es das nicht hatte, oder? Na, ist egal. So. Dann machen wir nämlich hier unsere wunderschöne Treppe hin. Ah, die kommt dann zwei breit. Oh nee, ey, komm. Zack. Ach komm, wir brauchen eh, also von daher. Außerdem ist das nur wirklich eins von den Materialien, die echt nicht so viel wert sind. So, und dann machen wir uns dann nämlich schön einmal Treppen draus. Wir gucken mal, ob das reicht mit vier Ebenen. Die Frage ist natürlich, wie weit wollen wir runtergehen, ne? Zweite.
Dritte, dann wären wir hier unten und wären jetzt doppelt so weit von der Decke entfernt. Ich glaube, das reicht tatsächlich schon, ne? Weil hier wäre dann halt eben eine große Halle. Ja, die Treppe, da muss man mal gucken, ob wir die irgendwie seitlich noch mit irgendwas abdecken können oder ob wir das offen lassen. Das ist auch, glaube ich, keine Höhe, wo man sich wirklich was tut, wenn man runterfällt, ne? Ach, jetzt kann man eigentlich mal eben nach oben gehen und uns unser Material holen, unser Gutes. Oh, was man natürlich auch machen könnte, man könnte den Handlauf auch tatsächlich bauen und nicht mit Glas machen. Welches Material nehmen wir dafür? Oh, wir bauen den Handlauf. Wir machen den nicht mit Glas, wir bauen den tatsächlich. Dann sparen wir uns nämlich auch das Obsidian-Glas irgendwann mal zu machen. Ah, ich glaube, wir nehmen tatsächlich auch diese Wandsteine dafür. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Beste Idee ever. Was? davon und das ist so eine Option oder eine Funktion, die echt noch fehlt, ne? Dass man das so gleichmäßig irgendwie aufteilen kann. Komm, wir schmeißen rein, weil Cobblestone können wir uns jederzeit holen. Und die Zeit nutzen wir einfach, dass hier ein bisschen gebrannt wird. So, dann brauchen wir. Wir brauchen. Da, wir brauchen die Ecken, wir brauchen die Ecken. Da brauchen wir. Zwei Ecken brauchen wir. Ne, wir machen einfach mal ein paar mehr, dass wir das eventuell so ein bisschen aufteilen können. So, wir nehmen uns ein paar Ecken. Dann brauchen wir von. Ne, nicht den. Einer von beiden war doch irgendwie scheiße. Das ist der kleine, das ist der Stunter Microwork. Stunter Microwork 14 und 15. Und ich glaube, das waren die, die wir tatsächlich brauchen, ne? Da machen wir 12, 11, 12, 13 machen wir davon. Minus Anzahl x an Dingern. Da gucken wir gleich mal. Wir nehmen erstmal 13 mit. Und dann schauen wir gleich mal, was wir da machen. Gucken wir nämlich mal, wie sie das ausrichtet jetzt. Da bin ich jetzt ja auch mal gespannt. Die müssten sich eigentlich so einfach auch hinstellen dann, ne? Genau, die stellen sich einfach hin. Das heißt, die müssen wir entsprechend einmal drehen. Irgendwie halt. Schraubendreher ist einfach immer so ein bisschen Glückssache. Einfach rumklicken, irgendwann passt das schon. So nämlich. So, dann kommt da drauf dieser hier. Müssen wir auch wieder 100 Mal drehen, bis er dann passt. So. Dann kommt. Ja, es ist halt eine Ecke ist halt auf, aber das ist halt so. Der gute Replacer. So. Dann haben wir nämlich hier schon mal. Und dann machen wir, glaube ich, erstmal zu. Oh, beziehungsweise kann man die vielleicht. Na komm. Hier oben dann direkt ansetzen. Nee, schade. Die stellen sich halt einfach so hin dann, okay. So.
Dass es dann hier zumindest passt, das ist ganz gut. So. Und jetzt ist die Frage, wie wir die aufteilen. Wir haben hier eine Säule. Guck mal hier und hier und hier andersrum. Die müssen alle andersrum, ne? Hier und hier, guck mal, sind immer zwei und dann die Säule. Nee, ja, doch, ja, nee. Bis auf hier hinten halt, ne? Wunderbar. Die bauen wir dann so rum und die bauen wir dann. Bauen wir die alle so rum? Dann ist der hier breiter, ne? Oder bauen wir die so rum? Dann wird der hier halt breiter. Ja, ich glaube, wir machen den hier breiter. Zwei. Der muss halt so rum, weil hier ne, die Verbindung und... So, dann im Rechtsklick und... Ach nee, die müssen auf die andere Seite. Irgendwie halt so. Und Rechtsklick und Rechtsklick und Rechtsklick und Rechtsklick und Rechtsklick. Das wird mir schon komisch. Ah, ich habe keinen mehr. Würde eh komisch aussehen, oder? Wobei ich die auch nicht sonderlich schön finde. Ich glaube, so lassen wir das. So. Die Deckenbeleuchtung. Wir gucken erstmal, dass wir hier die ganzen Fackeln irgendwie wegbekommen. Ja, was machen wir mit der Deckenbeleuchtung? Also hier... Hier können wir eigentlich einen Streifen reinziehen, oder? Ich glaube, da können wir einen Streifen reinziehen. So. Wäre dann halt komplett ausgefüllt. Und hier, ich bin ja immer noch ein Freund davon, dass sie vielleicht tatsächlich mal irgendwie Quadrate machen. So, und dann machen wir hier und dann machen wir so. Und dann machen wir hier. So ein Quatsch. Von der Wand wegmachen, dann hätten wir nämlich genau so. Dann machen wir nämlich hier auch. Was macht der Idiot da? So. Hier genau zwei, dann haben wir hier eine Trennung drin und dann haben wir hier wieder ein. Da wäre ich dann aber tatsächlich noch dafür, damit das zur Geltung kommt, dass wir noch eine, ja quasi eine Ebene hier mit tiefer reingehen. Weil Platz hatten wir ja ausgeguckt, war da noch genug. Gucken wir mal, wie tiefer da gleich reingehen müssen.